Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Persona 5 The Royal. Wir sind schon Richtung nächstes Ziel mit Mechet oder was weiß ich, wie es am besten ausgesprochen wird. Okay, wir dürfen eh wieder nicht raus. Was willst du machen? Ja, ich habe ja nichts. Penner. Ich könnte unten lesen. Kann ich lesen? Ja, da ist noch was mit Wissen gewesen. Wir müssen noch seine Bücher holen. Mehr Dietrische. 5? Old. Fünf Dietriche. Effiziente Materialnutzung, du hast die Erwartungen übertroffen. Und noch einer, 6 Dietriche, Alter. Das sieht man beim Zusehen. Noch irgendwas? Das war einsame Spitze. Und nochmal eins dazu. Ab ins Bettchen. Und wieder werde ich von der verdammten Katze ins Bett geschickt. Und ja, ich werde dann aufhören, das zu erwähnen. Scheiß, halt, aus diesem Scheiß halte ich mich raus. Was, was für ein Scheiß? Beide gehen zu weit. Achso, die Phantomdiebe und Mädchen. Was soll denn dieses Midget sein, von dem jetzt alle reden? Guckst du keine Nachrichten? Das ist ein internationales Hacktivisten-Netzwerk. Sein Ziel sind Konzerne, die zivile Geschäfte machen und Chaos verursachen. Die Sache mit dem U-Bahn-Server? Da wollte Midget rauskriegen, wer das Zugunglück verursacht hat. Dann sind das die Guten? Manche halten sie für digitale Robin Hoods. Aber sie schnüffeln in E-Mails herum und vernichten Daten. Die sind nicht besser als Kriminelle. Mädchen, die Leute, die so tun, als wären sie ein moderner Robin Hood? Die nennen sich nur echt noch Helden nach diesem Angriffen? Pff. Sie bekämpfen als nächstes Mädchen. Die Phantomliebe sind unglaublich. Von zwielichtigen Hackern will ich nichts über Gerechtigkeit hören. Mir egal, was passiert. Hauptsache, es ist interessant. So kann man es natürlich auch sehen. Popcorn und ein Stuhl und man kann zuschauen. Die Ergebnisse. Unsere Noten sind da. Wie hast du abgeschnitten? Verdammt, ich bin erledigt. Ich wünschte, ich würde es unter die besten 10 schaffen. Gute Schüler werden einfach anders angesehen. Mal sehen, wie ich abgeschnitten habe. Ich bin unter den 10 Besten. Aber jetzt hält dich jeder im Auge. Yeah, Mann. Oh, dann auch erstmal über die Haare so. Oh, ich bin. Scham? Ja, geil, Alter. Isogashikute. Benkyo dokoro ja nakatta shi. Tensei warui no. Ore no sei ja nei yo na. Recht hast du. そんなことより三島さ、ネットのことで話があるだろ。ああ、ぶっちゃけ聞くけど、お前メジエドの正体とか知らね？いきなりすごいとこついてくるね。まあメジエドと怪盗団のニュース盛り上がってるからね。昔は義賊だったらしいけど、 今は私欲にまみれたテロ集団ってことくらいかな。そうか。メジエドの実態を知ってるやつなんてどこ探してもいないと思うよ。ま、でもこの夏は盛り上がりそうだな。怪盗団の世界デビュー戦だろ。お前な。俺は怪盗団応援するけどね。掲示板でも煽るつもりだし。 Mishima war ziemlich nutzlos. Habt ihr irgendwas? Ich habe meine Schwester gefragt, aber sie scheint nicht sehr viel über sie zu wissen. Schließlich ist sie nicht auf Internetkriminalität spezialisiert. Ich habe auch ein bisschen nachgeforscht, aber konnte nichts herausfinden. Wir haben wirklich keinerlei Anhaltspunkte. Scheint, als hätten wir es mit einem schwer fassbaren Gegner zu tun. メジエドか。我が輩たちだけで手に負える相手じゃなさそうだな。来週から夏休みだけど、みんなに一つ残念なお知らせ。25日の月曜に緊急集会やるから、みんな学校に来るように。 静かに。
精神暴走事件とか犯罪に巻き込まれたりとか、とにかく今年は変な事件が多いから、生徒に注意を促すよう校長先生から指示が出ているの。急に注意事項をまとめろって言われて迷惑してるのはこっちなんだからね。Alter, Mann, er versucht es wenigstens noch verstecken, Alter, zu verstecken, während die Tag, während die an, Alter, das mitten draus haut. Wie finden wir Menschen jetzt? Ich weiß nicht, egal wie viel ich mich online umschaue, ich finde nur unglaubwürdige Gerüchte. Sie haben Cyberterror verübt und trotzdem sind sie bisher eine Verhaftung entgangen. Kaneshiro hat schon eine Menge Ärger bedeutet, aber das hier wird zu einer noch größeren Sache. Haben wir uns etwas übernommen? Ich bin mir nicht sicher. Stimmt, wir haben keine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben, bevor wir nicht alles wissen. Wir wissen nicht mal, ob es nur eine Person oder eine Gruppe von Leuten ist. Und selbst wenn wir einen Hinweis finden, wie machen wir dann weiter? Fluch, das funktioniert alles nicht so, wie gedacht. Deshalb gehen meine Prüfungen wohl auch in die Hose. Du weißt schon, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat, oder? Ryuji, der versucht halt echt alles wegzuhauen. Solange wir nicht wissen, wer sie sind, können wir nichts machen. Wir sollten lieber noch warten. Was geht jetzt wieder ab? Holy shit. Die Schülerin von letztens, Pläne für heute, hast du heute was vor? Yeah, Phantomliebe! Die Leute fangen langsam wirklich an, uns zu unterstützen, aber das Logo stimmt nicht ganz. Huh. Frage, machen wir da Makoto was? Wir könnten aber auch Takemi geht nicht, angeht Makoto und Ryuji würde hochgehen. Charme müssen wir auch noch erhöhen, weil wir gehen mal kurz in die Bücherei, holen uns ein Buch. Makoto, es geht ab. Ja, Buch zurückbringen. Tensoren zurück, danke fürs Zurückgeben. Kann ich helfen? Buch ausleihen. Das war der Rächer. Gentleman. Mut. Güte. Stärke den Mut, Wissen. Gentleman. Ist das nicht auch Charme? Wir haben Güte, Mut. Nochmal Mut. Und Wissen. Interessant. Ja, ich glaube, wir müssen mal echt in Mementos wieder gehen. Mentos Freshman. Machen wir mal. So. So. Versteck. Pardon, Ryuji, ich hoffe, du erinnerst dich noch an unsere Kampftaktik. Kampftaktik? Oh, darüber haben wir auf dem Sommerfest geredet, oder? Klar, habe ich noch im Kopf. Sehr gut. Worüber redet ihr? Es geht bloß darum, hier und da die Kampftaktik aufzupeppen. Aufpeppen? Ach, mach dir keine Gedanken, wir müssen dir später was Verrücktes zeigen. Ryuji und Yusuke's Showtime wurde freigeschaltet. Sehr geil. Mementos erkunden. Anfragen anzeigen. Gut, jetzt sind alle da. Das ist eine gute Gelegenheit, uns nochmal die Infos über Mementos Ziel anzusehen. Wir fangen an mit dem hier. Eine Online-Stalkerin, die von Neid verglüht, weil der Mann, den sie liebt, vergeben ist. Sie ist eine Shuchin-Schülerin. Ihr Wahnvorstellung nehmen überhand. Sie denkt darüber nach, sie zu töten. Wenn wir sie nicht aufhalten, können wir wirklich nichts tun. Wir müssen nur was ausdenken, bevor was passiert. Einverstanden. Jetzt kümmern wir uns um. Phantomdiebe haben wohl eine Bande inspiriert, die ihren Shops in Shibuya eingebrochen ist. Wir haben ihren Bruder wohl körperlich misshandelt. Wir können diese Typen nicht erlauben, Phantomdiebe in den Dreck zu ziehen. Lass uns den Wahnsinn ein Ende machen. Okay. Noch mehr, jetzt kümmern wir uns um. Der seine Freundin missbraucht hat. Dieser Typ namens Ujimura hat sie mehrmals angegriffen. Die Wahrheitssagerin hat sogar vorausgesagt, dass sie schwer verletzt wird. Wenn sie sich auf sich allein gestellt ist. Hin oder her, dieser Typ darf keine Gewalt gegen sie anwenden. Ich will nicht, dass er sie verletzt wird. Wir sollten an sein Herz ändern. Einverstanden, es ist unsere Aufgabe, das Herz einer solchen Person zu ändern. Branka hat bereits zu unserem Ziel gebracht. Kein Widerspruch, okay. Wir sind bereit, wenn du es bist. Sie nur noch Mementos vernichten. Alles klar. Cyberstalkerin, Misshandlung, Handlung die Brille. Kann ich die jetzt eigentlich alle drei machen? Oder nicht?
Ja, stimmt, die Anfrage kriege ich erst, wenn ich den Namen habe, ne? Mementos erkunden. Gehen wir. Da können wir mal wieder schauen, was José hat. Ich spüre von unter uns wieder eine Unruhe, eine Rastlosigkeit. Ach ja, das ist schon einmal passiert. War es nicht so, dass der Meta-Universe nach... Yep, wir haben sowas. Und noch ein Level dazu. さあ、超高性能探査レーダーとかに変身できねえの?したら奥までわかりそうじゃん。無理だよ。情報が足りなすぎる。闇雲に動くのは危険ね。車で走り回ってるだけじゃ。そうだけど。道は続いてるんだ。いつかはたどり着くぜ。多分。 Okay, sind wir soweit. Was da passiert ist, wir sollten der Sache nachgehen, Joker. Was ist passiert? Hä? Hier ist ja niemand. Ah doch, da steht die Caroline. Mementos betreten. 120 EP. Okay. Miau. Für das Ziel in einem vorherigen Gebiet. Also gut. Irgendwo in diesem Bereich. Ah, okay. Wir müssen auch schauen, dass man nicht Trophäe. Ja, los geht's. Wer ist das? Ist das der Einbrecher? Ich glaube, das ist der Einbrecher. Meiner kann halt auch nicht normal rausspringen, ne? Schatten von Kazuya Makigami sein. Er sieht so böse aus. Er gehört zu einem Einbrecherbande, die Restaurants ausraubt und hat seinem Bruder Gewalt angetan. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Reden wir mit ihm. Ich? Ob ich hier nur der Einbrecherbande stecke? Ja, stimmt. Ich habe meinen Freund überzeugt, einen Nebenjob für mich zu machen, aber ich bin ihm recht. Jetzt suchst du auch noch nach Ausreden, du solltest dich was schämen. Nein, das sollte doch nur ein kleiner Spaß sein, aber diese Idioten sind übermütig geworden. Und jetzt habe ich deswegen Ärger. Verdammt, warum passiert immer mir schlimme Sachen? Schlimme Sachen? Wovon redest du? Ja, seit ich ein kleines Kind war, die Schule, die Gesellschaft, alle behandeln mich wie Dreck. Mein kleiner Bruder war der Kluge, Mamas und Papas Liebling, ich war ihm scheißegal. Soll ich ein normales Leben führen? Ich rebelliere gegen die beschissene Gesellschaft. Du hältst Gewalt und Kriminalität für Rebellion? Wie dumm bist du? Was hast du gesagt? Ihr seid doch auch Diebe. Ihr seid kein bisschen besser als ich. Verschwindet. Mal schauen, was bist du? Kenn ich dich? What the fuck, Alter? Du bist ein Stein. Was für ein herablassender Blick. Ich mach dich fertig. Was? Ey, was soll der Scheiß? Hä, Uni kenne ich doch. Hä? Ich weiß doch, wie die. Was? Hä? Warte mal. Domina. Brauche ich bei dem sowieso. Alter, jetzt geht's euch richtig fett an den Kragen. Fredine. Nee. Was hat denn der gehabt? Garu? Alter, wie geil. Wenn ich schaffe, alle drei zu betäuben, dann... Tja, Leute. Game over.
Justice. Boom. Der war viel zu schwer. Ich meine, in einer Runde besiegen ist viel zu leicht. Viel zu schwer. Was seid ihr Phantomdiebe eigentlich? Das ist unmöglich. Jetzt verstehe ich es, ihr habt von meinem Bruder gehört. Stimmt. Wenn du das erraten hast, dann weißt du auch, wie sich dein Bruder wirklich fühlt. Er hat das für mich getan. Das ist der Schlüssel zu der Truhe in meinem Zimmer. Gebt ihn meinem Bruder. Ihr seid doch die gute Art von Dieben, oder? Warum? Warum sollten wir sowas für... was willst du uns sagen? Tja, Inhalt verbrennen oder wegwerfen, denke ich. Schlucks. Hä? Da ist er. Alter Schlüssel. Was machen wir jetzt wegen dem Schatz? Wir geben ihn seinem Bruder. Ja, wir können sowieso nichts damit anfangen. Was sollen wir machen? Ich kann ihn ihm geben. Er geht auf meine Schule. Nein, ich schmuggle ihn einfach in sein Haus. Das ist, glaube ich, das Beste. Hoffentlich klärt sich alles. Jedenfalls war unsere Mission ein ziemlicher Erfolg. Anfrage abgeschlossen. So, und wo jetzt hin? Noch ein Fall erledigt. Was jetzt? Wollen wir uns weiter umsehen? Zwei, okay. Gehen wir weiter. Klar, ich habe noch Puste. Als ob ich was mitentscheiden darf. Gehen. Das Ziel ist nah, der Bereich gleich davon. Gehen wir. Machen wir eine Pause. Brauche ich nicht. Weiter geht's. Warte mal, das Ding habe ich, ne? Ja, ist es jetzt hier? Hä? Ich denke mal, das Ziel ist gleich da vorne. Scheint aber nicht hier zu sein, ne? Vielleicht im nächsten Gebiet. Du kannst Schattenkalkül nutzen. Siehst du, die Skills der Schatten, so wie es an den Gegenstand in der Analyse anzeige. Ach ja, Mapsi und Tarakuja. Das ist bloß die Frage, was ist gegen den Gu? Komm, Maragi, das ist Papier. Wow. Vielleicht kann ich ein Ei kassieren, wenn ich ihn weghau. Oh, dann halt nicht. Hat sich erledigt. 154, ja, okay, geht. Kann man mal machen. Das ist jetzt der Feind. Da ist er. Oh, oh. Sehr schön umdrehen. Weh, du drehst dich nochmal ab. Oh nein, was soll ich nur machen? Schwach gegen Eis und Licht. Schwach gegen Napsi. Achso, ja, aber das ist dasselbe. Oh. Ja! Showtime, Alter! What the fuck, Alter? Ernsthaft? Macht er sich verstärken? Kleiner Mistkerl! Und stirb! Ach, jetzt müsste ich ergeben, Penner. Geld. Nur einen Versuch schreden. Ich habe mich darum gebeten. Du wolltest also Geld? Bitteschön. Das geht noch besser. Ich darf mal deine Gier zu bergen, also gut. Alter! Es geht noch besser. Was? Zweimal? Na,
Oh! Ich glaube, ich war ein bisschen zu gierig, kann das sein? Aber Alter, wir haben gleich mal 4000 aus dem rausgequetscht, ey. 5000 kriegen wir insgesamt. Holy moly, Alter. Muss ich das Medipack wieder benutzen? Hä? Oh. Kiste, Kiste, Kiste. Morgana könnte sich ruhig mal ein paar Arme wachsen lassen oder so. Alter, 5000 ist schon hart. Ist schon richtig hart. Fühlt sich anders an als die vorherigen an. Unser Ziel könnte nahe sein. Ja, weil ich meine, unser Ziel ist gleich davor. Ui. Die haben auf jeden Fall keine Chance, ey. Da hinten ist nix. Mach mal. Kurz hinfahren. Was ist mal hier? Zwei Kisten. Alter, ja, wir haben 14 Stück, ey. Mach auf. Unverwundbar Ofuda. Ich weiß nicht mehr, was ein Ofuda ist, aber hey. Wir nehmen es mit, wir können es gebrauchen. Rüstige Ausrüstung der alten 2. Oh oh. Ja, was heißt aufpassen? Ich habe bloß keinen Bock, dass der mich irgendwie umstellt oder so. So sind sie keine Herausforderung. Oh, nur. Schwäche Feuer. Annulliert Feuer. Mal über Schwäche Garu. Ja, dann machen wir noch ein bisschen Aki. Ein bisschen Garu. Und ein bisschen. Was? Scheiße, es ist hier ein anderer. Kleiner Mistkerl. So, jetzt aber drauf. Wir müssen immer noch jetzt das vom Yusuke und vom Yuji sehen. Das ist schon geile Kombinationsattacken, Alter. Ich liebe es. Das passt halt einfach zu dem ganzen... zu dem ganzen Zeug, ey. Oh, was haben wir denn da Schönes? Und was hattet ihr für Schwäche? Eis. Mabufula. Haben wir noch einen, der wo... das Kleinere davon kann? Bufu. Mabufula. Alles klar, wir bleiben bei Mabufula 16. Hm, na gut. Ups. Ich glaube, die sind alle kaputt. Jetzt habe ich mir dann erstmal. Das ist voll endlich nach dem ganzen Rumgedue. Immer wieder habe ich erwähnt, dass ich mir die Musik runterziehen will. Jetzt habe ich mir dann vorhin mal die ganzen Vocal Tracks, also mit Stimme, rausgezogen. Auch mit Persona Q2 oder wie das heißt. Nochmal, der war Garu, ne? Ne, der war Zio. Das sind die Garu Boys.
Alter, Makoto, ich verstehe nichts, was du sagst. So, Feste drauf. Ich würde mal interessieren, ob diese Spezialattacken jeder mit jedem kriegt irgendwann. Wobei ich natürlich eine sehen gern würde mit Morgana und mit Ryuchi. Wer weiß, was die da machen.